Willst du eher rosa eine Farbtöne benutzen und braune? Und ja. So Leute, der Kamin ist jetzt auch an. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute ist Silvester, also heute ist der 31. Dezember und ich dachte mir mal, ich nehme euch mit, wie ich mich schminke und mich fertig mache. Auf jeden Fall habe ich schon die Foundation gemacht und jetzt fehlt mir nur noch so Blush, bisschen Farbe, weil ihr seht, ich bin ziemlich weiß und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass einfach ein Geist auftaucht, wenn es Mitternacht wird und deswegen mache ich das mit euch und sage so, was wir heute geplant haben. Ich gucke da, weil ich habe einen Spiegel. Und heute haben wir geplant, mit der Familie zu feiern, mit ein paar Bekannten. Oh mein Gott, Leute, ich habe neue Nägel. Ich bin so... Oh wow, ich liebe die. Und wir feiern sozusagen mit der Familie zu Hause. Dann schießen wir so ein paar Feuerwerke. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Blush. Nee, das passt. So, das ist auch ein bisschen so die Make-up-Routine. Falls was, Leute, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr eigentlich macht. Ich liebe es, die Kommentare zu lesen, weil das ist immer so interessant zu hören, so was ihr so macht. Und könnt ihr gerne auch auf TikTok machen oder auf Instagram. Silvester wird mein Outfit ein bisschen basic, einfach ein schwarzes Kleid. Ich kann es euch zeigen. Und ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil ich liebe Silvester, neues Jahr. Ich habe zwar noch keine Richtung, auch ich habe Vorsätze. Das ist jetzt gelogen. Leute, ich will mir im neuen Jahr versuchen, eine neue Make-up-Routine zu finden. Weil ich bin ziemlich zufrieden mit meiner, aber ich möchte sie noch verbessern, wisst ihr? Und Vorsätze zum Beispiel auch fürs nächste Jahr habe ich zum Beispiel so meinen YouTube-Kanal machen. Ich war ziemlich aktiv auf YouTube, aber das wird natürlich nicht immer klappen. Deswegen dachte ich mir so, eine Uhrzeit muss ich mir festlegen in der Woche. Vielleicht so den, keine Ahnung, jeden Sonntag um 9 Uhr circa, 9, 8, 10. Ich glaube, das wäre mega gut. Was habe ich noch für Vorsätze? Wahrscheinlich so für die Schule zu lernen, so wisst ihr. So schon ein bisschen basic, so gute Noten zu schreiben, zu lernen. Ja, eigentlich nichts Besonderes sozusagen. Aber ich glaube, ich hab noch Zeit bis zur Mitternacht. Und zwar ist es 15:09 Uhr. Und dann habe ich bis dahin noch Zeit, irgendwelche Vorsätze mir auszudenken. Ich war schon in der Dusche. Meine Haare habe ich einfach so in der Luft trocknen lassen. Die sind von Natur aus glatt. Deswegen habe ich Glück gehabt. Einfach nichts mit dem machen muss. Momentan liebe ich es, einfach glatte Haare zu tragen. Was ich noch mache mit meinen Haaren, wenn sie nicht glatt sind, ist, dass ich einfach so Heatless Curls, Nachtwickler. Ich kann es euch in die Beschreibung mal reinschreiben. Das habe ich nämlich auf TikTok gemacht. Ganz ehrlich, es geht ganz schnell und ihr benutzt keine so Hitze und es macht eure Haare nicht kaputt. Finde ich super. Okay, Leute, das ist jetzt mein Make-up. Ich bin ziemlich zufrieden. Ich habe so eher rosa eine Farbtöne benutzt und braune. Und ja, auf jeden Fall bin ich sehr happy. Also Leute, Make-up ist done. Ich kann es euch einblenden, wie das geworden ist. Und auf jeden Fall habe ich mich ein bisschen umgezogen. Ich wollte nämlich noch nicht ins feierliche Outfit umziehen. Aber trotzdem so ein bisschen, dass ich halt nicht im schwarzen T-Shirt rumlaufe. Auf jeden Fall habe ich mich in mein weihnachtliches Pyjama angezogen. Ich liebe weihnachtliche Pyjama, Leute. Und das ist jetzt noch ein bisschen so die letzte Möglichkeit, es zu tragen. Weil so weihnachtliche Pyjamas sind wirklich mein Favorite. Also Leute, hier haben wir schon den Tisch vorbereitet. Das Essen steht noch nicht. Aber auf jeden Fall haben wir hier schon alles vorbereitet. Da sind unsere Raketen. Und hier haben wir schon auch den Obst. Also Leute, das Essen ist jetzt schon fertig. Es wird jetzt noch auf den Tisch gelegt und noch der Tisch gedeckt. Und dann kommen auch schon die Gäste. Ich muss noch ein Touch-up an mein Make-up machen. Und dann ziehe ich schon mein Kleid an. So sieht's aus. Aber ich zeige es euch natürlich auch, wenn ich es angezogen habe. Und dann werde ich jetzt noch ein paar TikToks posten und wahrscheinlich noch eine Instagram-Story posten. Falls ihr mich verfolgen wollt. Ich habe zwar schon am Anfang des Videos gezeigt, aber wie gesagt, findet ihr immer unter jedem Video in der Beschreibung meine ganzen sozialen Medien. Deswegen, ja, werde ich jetzt eine kleine Transition machen. Und dann werdet ihr sehen, wie ich angezogen bin. Also Leute, das ist jetzt das Outfit. So sieht es gleich aus. Auf jeden Fall werde ich gleich für euch weiter filmen. Das war's auch. Okay Leute, es ist jetzt das neue Jahr und ich ziehe mich schon um, weil um 1 Uhr morgens werden hier auf der Brücke, die ich schon ein paar Mal gefilmt habe hier in den Videos, werden da Feuerwerke gestartet
Und auf jeden Fall ist mein Kleid nämlich zu kalt. Wirklich Minusgrade. Und ich ziehe jetzt was Wärmeres an. Dann gehen wir los. Ich finde es einfach nur crazy. Ich lieb's. Ich habe mich schon auch umgezogen in ein etwas wärmeres Outfit. Und auf jeden Fall, ja. Es ist so toll. So ist mein Jahr, Leute. Ich wünsche, dass alle eure Träume wahr werden. Dass alles, was ihr wollt, wahr wird. Und ich wünsche euch Liebe, Erfolg, Glück und wirklich Gesundheit. Das ist wirklich das Wichtigste, was man braucht. Denn ohne Gesundheit geht einfach nichts. Leute, das war's auch. So Leute, das war's auch jetzt mit meinem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt schon ein bisschen später, um ehrlich zu sein. Ich feiere ja schon das zweite Weihnachten, also orthodoxische Weihnachten. Und ja, es gab eine kleine Verzögerung, deswegen kommt es erst so spät, dieser Silvester-Vlog. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Falls es dir gefallen hat, wie immer, hinterlasse ein Like, schreib Kommentare rein, weil ich freue mich immer über Kommentare. Das habe ich schon oft genug gesagt. Und ja, ich würde mich auch gerne über ein Abo freuen. Und schreib doch auch gerne in die Kommentare, welche Videos ihr auch sehen möchtet. Das wäre sehr interessant. Und ja, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Sonntag sehen wir uns. Auf jeden Fall bis zum nächsten Sonntag. Also nicht diesen, der jetzt kommt, sondern nächste Woche. Ciao!